Marco Holz, Sie haben in Unterhaching ein richtig tolles Tor geschossen. Es war Ihr erstes Saisontor. Was überwiegt am Ende? Die Freude über das Tor oder doch die Enttäuschung, dass es nicht zum Sieg gereicht hat? Ja, beides, weil natürlich war es ein schönes Tor, aber am Ende hat es eigentlich nur einen Punkt, haben wir nur einen Punkt mitgenommen. Wir waren eigentlich ganz gut im Spiel, waren halt dann 3-2 wieder vorne, nach 2-2 und kriegen halt dann wieder eigentlich ein dummes Gegentor zum Ausgleich. Und dann ist es halt bitter, wenn es dann so noch die 3 Punkte eigentlich hergibt. Ja genau, ich habe gesehen, dass Seto weit einwirft und Tim verlängert und dass ich halt dann so mit dem Rücken einfach zum Tor stehe und habe gedacht, okay, jetzt muss ich halt das Risiko gehen und dass er dann so schön reingeht, ja. Wann haben Sie das letzte Fallrückzieher-Tor geschossen? Oh, gute Frage. So habe ich, glaube ich, im Spiel noch keins geschossen, wenn dann vielleicht mit dem Training Fallrückzieher-Tor, aber ansonsten. Lausitzer Rundschau. Täglich lesen, informieren.